Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Gesellschaft der Freunde der Akademie der Wissenschaften, bei den Wiener Vorlesungen und bei Analytisch-Diskursiv von OCTO. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Veranstaltung, die ein wenig oder die den Versuch macht, die intellektuelle Stadt Wien auf den Prüfstand zu legen, die Wissenschaftsstadt, die Universitätsstadt. Ich möchte sagen, dass Wien sich in den letzten 20 Jahren in der Tat zu einer Universitätsstadt entwickelt hat. Es sind gegenwärtig 20 universitäre Einrichtungen in dieser Stadt, 9 Universitäten, eine pädagogische Hochschule, 10 Privatuniversitäten und Fachhochschulen. Es entfaltet sich gegenwärtig ein intellektuelles und universitäres Klima in Wien, das wohl wesentlich auch damit zu tun hat, dass die Universitäten und die Stadt in einem sehr konstruktiven, aufeinander sehr bezogenen Klima zusammenarbeiten. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es zwei Universitätsfelder gibt, den Universitätscampus Altes Allgemeines Krankenhaus und seit jetzt neu den Universitätscampus im zweiten Bezirk neben dem Prater. Und das sind auch an dem Ort im Bezirk durchpulste Gebiete, die diese Stadt sehr stark prägen. Ich kann mich erinnern, als erste Wiener Vorlesung im Jahr 87 war Professor René König zu Gast zu dem Thema Wien, die Stadt und die Wissenschaft, und er hat damals der Stadt in Stammbuch geschrieben, sie möge ihre Universitäten einnisten, also sie in das Gewebe der Stadt integrieren. Das hat die Stadt ist diesem Diktum gefolgt, und ich habe in vielen Gesprächen mit den Rektorinnen jetzt und Rektoren miterlebt, dass manche Probleme, die die Stadt und die Universitäten zu lösen hatten, dass wir die nebeneinander, gut aufeinander abgestimmt, gehend gelöst und angegangen sind. Wir befinden uns am Vorabend von 3 Universitätsjubiläen. Die Universität Wien wird ehrwürdige 650 Jahre, die Technische Universität 200 und die Veterinärmedizinische Universität 250 Jahre. Das war der Anlass für diese Diskussionsrunde über wissenschaftliche universitäre Werte, Exzellenz, Wettbewerb, Kollegialität und Freiraum. 2 der genannten Werte entsprechen vollständig dem Mainstream. Wenn man von Universität und Wissenschaft spricht, dann kommt jedenfalls im zweiten Satz, wenn nicht im ersten, der Begriff Exzellenz. Also Wissenschaft ist dazu da, exzellente Arbeit zu leisten. Und dazu gehört Wettbewerb. Also der Wettbewerb ist ständig präsent, weil mehrmals im Jahr werden Rankings präsentiert, wo die Häuser dann mit ihren messbaren Leistungen, wir werden heute darüber sprechen, wie weit sie messbar sind, vorkommen und genannt werden. Die beiden anderen Begriffe, Kollegialität und Freiraum, von denen hört man weniger, die sind nicht so populär. Der Exzellenz- und Wettbewerbsdruck kann der Kollegialität schaden oder auch nicht. Auch das ist eine Frage, über die wir reden. Vielleicht darf der Freiraum in Zeiten expliziter Ressourcenknappheit auch nicht so groß sein, weil man ja abstimmen und planen muss. Es gibt auch von Kolleginnen und Kollegen jetzt eine Kritik an Entwicklungen, an der Bürokratisierung. Manche sagen, man hat gar keine Zeit für eigenständige Forschung, weil man ständig in dem Antragswesen so involviert ist, dass man
Berichte und Anträge schreiben kann. Also man hat nicht so viel Zeit wie einmal Hegel, um ein paar Jahre an einem Werk zu arbeiten. Man ist unter größerem Druck. Es ist die Frage, ob das der Preis der viel zitierten Exzellenz ist. Meine Gesprächspartner, ich nenne sie nach dem Alphabet. Constanze Fliedl, sie ist Professorin für neuere deutsche Literatur. Sie ist wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Präsident der Arthur-Schnitzler-Gesellschaft, um nur ganz wenig über sie zu sagen. Andrea Grill, links von mir, Frau Fliedl sitzt rechts von mir, ist Biologin und Sprachwissenschaftlerin, Doktoratsstipendiatin der Akademie der Wissenschaften war sie. Als Biologin leitet sie ein evolutionsbiologisches Forschungsprojekt. Sie ist aber auch erfolgreiche Schriftstellerin und hat kürzlich ein Buch über Safari, innere Wildnis publiziert. Und wir freuen uns über, also die Communities freuen sich über sie als Schriftstellerin, ebenso über sie als erfolgreiche Evolutionsbiologin. Eva Nowotny war ab 1973 im Dienst des Außenministeriums. Sie war in den wichtigen und großen Ländern Botschafterin, in Frankreich, in Großbritannien und zuletzt in den USA. Und seit 2013 ist sie in einer wichtigen Position für die Universitäten. Sie ist Vorsitzende des Universitätsrates an der Universität Wien. Manfred Wehlan studierte Rechtswissenschaften. Er war Professor für Recht und Politik an der Universität für Bodenkultur. Er spricht vom goldenen Wiener Hirn und seit ich ihn kenne, setzt er sich dafür ein, die Wissenschaftsstadt zu fördern, zu promovieren, die Fragen zu stellen, wo sind die Stärken und wo sind die Schwächen. Und wenn ich ihn richtig verstehe, dann sagt er, man muss eine Kritik sehr scharf ansetzen, um etwas besser zu machen. Er war auch in politischen Funktionen als Gemeinderat, Landtagsabgeordneter und Stadtrat. Und zuletzt hat er ein Buch publiziert, das ist kürzlich erschienen, der Böhler Verlag hat es herausgebracht, wo er über seine Studentenzeit schreibt, Student in Rot-Weiß-Rot, Wien 1955 bis 1960. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, lieber Manfred Wehlan. Wir diskutieren also auch über die Longue Durée, über lange Traditionen. Manfred, du sprichst nicht nur in diesem Buch, sondern immer wieder von Traditionen der Vernachlässigung von Wissenschaft und Universitäten. Worin ist denn diese Tradition der Vernachlässigung begründet, Manfred? Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, diese Tradition kennen Sie alle. Ich habe das in diesem Buch über mein Studium anhand der Eröffnung von Burgtheater und Oper 1955 dargestellt und ich glaube, es hat immer ein Theatermedium gegeben als Leitmedium, aber nie die Universität. Grund nach meiner Erfahrung ist vor allem auch das mangelnde geistige Interesse des Staates und der jeweiligen Führung. Das ist relativ unabhängig von den Parteien, aber natürlich auch die Tatsache der Revolution 1848, die einzige Revolution, die in Österreich wirklich einen Erfolg, zumindest, und jetzt muss man das Wort von der Durée hereinnehmen, gehabt hat. Das ist geblieben und damit ist also auch zwar von Humboldt der Kulturstaat übernommen worden, aber nicht so sehr die Idee der Universität. Die Universitäten blieben bis vor kurzem nachgeordnete Dienststellen des Bundes, die Rechtsnormen für eine
Bezirkspolizeikommissariatsstelle waren die gleichen wie für die Universität. Das hat sich jetzt verändert, nach meiner Sicht verbessert. Ich blicke also zwar nicht zurück im Zorn, muss aber sagen, früher war es wesentlich schwieriger für die Universitäten als jetzt. Im Einzelnen, und das möchte ich abschließend sagen, kann es gewesen sein, dass in Instituten, in manchen Bereichen mehr Gemütlichkeit war, vielleicht sogar mehr Kollegialität. Aber im Großen und Ganzen sehe ich die Universitäten auf einem guten Weg. Das als erste Beitragsvariante. Ja, aber ich frage jetzt auch noch am Podium weiter, womit kann denn die von Manfred Wellan konstatierte Tradition der Vernachlässigung historisch noch begründet sein? Hat das was mit der Vertreibung der Vernunft durch die Nazis zu tun oder geht das noch weiter zurück? Herr Wellan hat von der Sieg der Kontrarevolution 1848 gesprochen. Also es gibt bis heute einen Radetzky-Marsch, der ja mit für diese Niederschlagung der Revolution haftet. Aber womit ist denn diese Tradition der Vernachlässigung von Wissenschaft und Wissen noch historisch begründet, vielleicht über die Niederschlagung der Revolution von 1948 raus, Frau Universitätsratsvorsitzende? Ja, das ist keine ganz einfache Frage, aber ich werde trotzdem versuchen, vielleicht eine Antwort darauf zu geben. Zuerst wollte ich allerdings sagen, dass ich zu diesem Haus auch eine ganz besondere Beziehung habe, denn ich habe nämlich 4 Jahre lang, bevor ich ins Außenministerium 1973 eingetreten bin, am Josephinum gearbeitet, habe mich sehr intensiv mit verschiedenen Aspekten der Medizingeschichte beschäftigt und wollte damals unter anderem eine Arbeit schreiben über eine ganz spezifische österreichische Einrichtung, das sogenannte Protomedikat. Und der kaiserliche Protomedikus, das war der kaiserliche Leibarzt, war gleichzeitig verantwortlich für die Universitätsbibliothek, für die Universität, für das gesamte Hygiene- und Sanitätswesen im Bereich der Monarchie und für die Erziehung des Kronprinzen. Und damit kommen wir, wenn wir also über die Longue Durée sprechen, zu einer ganz interessanten Frage, dass nämlich eine Institution, die es in Österreich gegeben hat, fast bis ins Ende des 19. Jahrhunderts, sozusagen in unmittelbarer Nähe des Kaisers einen massiven Einfluss auf die Universitäten ausgeübt hat. Mhm. Inhaltlich, organisatorisch, politisch etc. Du hast angeschnitten sozusagen die Auswirkungen der Vertreibung der Vernunft durch die Nazis. Ich glaube, wir müssen auch da einen Schritt zurückgehen. Wir werden anlässlich des Universitätsjubiläums nächstes Jahr eine große Ausstellung im Hauptgebäude der Universität haben über die Zerschlagung des sogenannten Wiener Kreises. Ein massiver Zerstörungsakt gegen das, was man so akademische Exzellenz und Vernunft nennt, der allerdings nicht von den Nazis stattgefunden hat, sondern der durchaus auf heimischem Boden gewachsen ist. Das heißt, es sind hier schon Wurzeln vorhanden, die lange zurückgehen und die man untersuchen muss. Ich bin allerdings, wenn ich das noch ergänzen darf, finde ich mich beim Professor Wellan. Ich glaube, dass gerade in den letzten Jahren dieses Urteil nicht mehr ganz stimmt. Ich glaube, dass viel passiert ist, gerade in den letzten Jahren für die Universitäten, dass sich vieles massiv verbessert hat und die Universität in einem Prozess der Veränderung ist, einer sehr positiven Veränderung. Und ich beziehe mich auf meine eigenen universitären Erfahrungen in den 60er Jahren. Bitte, also da, wenn man heute, wenn man das den Studenten erzählen würde, die würden das in Schauergeschichten, was sich damals abgespielt hat. Und das ist überhaupt kein Vergleich zu dem, wie sich die Universität heute präsentiert, wahrgenommen wird und strukturell und in Forschung und Lehre dasteht. Ich frage die Professorin für Literaturwissenschaft, also mit dem Blick auf die
jetzt erst durch Schorsky und dann Wiener Forschungsprojekte ins Licht gestellte Wiener Moderne, stellt man ja doch die Frage, war die Wiener Moderne letztlich dann doch so wenig wirksam für Wissenschaft und Wissen, war sie stärker doch in so einer Tradition der Repräsentationskultur des höfischen Wien? Im Grund gab es doch um die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts auch sehr starke Entwicklungen der Wissensförderung und der Wissenschaftsunterstützung, die ja doch herausragend waren und auch im internationalen Vergleich etwas ganz Besonderes. War das vielleicht doch nur eine Episode, diese Wiener Moderne? Es war insofern eine Episode, als sie und ihre Nachwirkungen ja dann tatsächlich von dem jetzt schon mehrfach genannten Einschnitt durch das Dritte Reich unterbrochen worden sind. Also wenn man hier vor Ort an Sigmund Freud denkt, Traditionen, die tatsächlich im deutschsprachigen Raum dann unterbrochen worden sind, dann muss man sagen, also die Kontinuität dieser Entwicklungen hat vielfach ausgesetzt. Mhm. Und was die Zeit nach 1945 betrifft, da muss man sagen, dass da also ganz einschneidende Entwicklungen waren, dass sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Österreich ja die Studierendenzahl verzehnfacht hat. Also dass Massenuniversitäten entstanden sind mit ganz neuen Herausforderungen. Um jetzt auf die kürzere Vergangenheit zurückzublicken, dass die Implementierung der Bologna-Architektur, dass wir europäische Universitäten haben wollten, das sind alles ganz entschiedene Veränderungen, die natürlich immer auch Rupturen bedeuten in Kontinuitäten. Und ich muss sagen, dass ich die also jetzt zweifach angesprochene Zuversicht im Hinblick auf die Entwicklungen der Universitäten nicht ganz teile, weil ich das Gefühl habe, um auf den ersten Begriff Exzellenz zu kommen, was wir sicherlich versuchen, ist Spitzenforschung zu fördern, Exzellenz auch zu verorten mit Kriterien, die nicht immer ganz stichhaltig sind. Aber was wir in meinen Augen zu wenig tun, ist Exzellenzförderung. Also ich darf hier sagen, die Akademie der Wissenschaften vergibt 11 Habilitationsstipendien im Jahr. Die Universität Wien vergibt 30 Doktorandenstellen. Das ist toll, dass es das gibt, ja? Aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich meine, dass in der Öffentlichkeit viel zu wenig darauf Wert gelegt wird, dass wir ja nicht forschen, um heute einen Wissensstand zu konservieren, also die sogenannte Halbwertszeit des Wissens beträgt 10 bis maximal 20 Jahre, sondern dass wir ja in die Zukunft investieren müssen. Und da scheint es mir große Defizite zu geben. Andrea, du bist die Jüngste in unserer Runde. Jetzt, wenn man auf die jüngere Vergangenheit zurückblickt, da gab es diese, als Reaktion auf den Bologna-Prozess, diese Uni-Brand-Aktion und sehr engagierte junge Leute, die sagen, dieser Bologna-Prozess ist im Grunde eine gesamteuropäische Disziplinierung und Verschulung. Wie nimmst denn du das jetzt wahr als jüngere Forscherin, die ihr wissenschaftliches und kulturgestaltendes Leben weitgehend versichert? Wie siehst du diese Universität, die ja auch in einer vielleicht so thematisierten, schwierigen Situation ist? Also die Vergangenheit darf man wohl nicht verklären. Manfred Wählern hat gesagt, sie war eine nachgeordnete Dienststelle, jetzt steht sie anders da, und wenn der Rektor sich meldet oder wenn die Universitätsratsvorsitzende sich meldet, dann gibt es schon eine Öffentlichkeit, die da hinhört, und wenn der Präsident der Akademie der Wissenschaften sich meldet, dann ist die Öffentlichkeit schon da. Aber noch einmal die Frage an dich, wie siehst du diese aktuelle Universität in ihrer sehr schwierigen, ambivalenten Situation? Ich kann auch da sprechen, glaube ich. Also
Vielleicht darf ich zuerst einmal sagen, ich kenne jetzt die Universität Wien eigentlich nicht ganz so gut. Also ich bin seit 5 Jahren irgendwie daran verbunden, aber eigentlich total als jemand von außen. Also sagen wir, ich bin eine Art Freelance-Forscherin. Also ich habe ein Projekt vom Wissenschaftsfonds, das ich dann Teilzeit irgendwie ausführe. Aber im Grunde ist es einfach so, dass ich halt irgendwo Geld bekommen habe. Das kriegt die Uni Wien und ich bekomme dann davon Sachmittel und auch mein Gehalt und andere Kosten, die ich vielleicht habe, die mit der Forschung verbunden sind. Aber trotzdem ist man da irgendwie schon sehr, sehr, also ich habe nicht in Wien studiert, ich habe auch meine Doktorarbeit in Amsterdam gemacht und war dann 10 Jahre, also meine ersten 10 Forschungsjahre eigentlich in Holland, in der Schweiz und in Italien und bin dann nach Wien gekommen. Ich bin auch nach Wien gekommen, weil ich mir gedacht habe, wo soll ich denn anders hin, wo soll ich denn sonst hin? Und zwar auch deswegen, das ist das, was ich sehr toll finde, wie das heute ist, an, sagen wir jetzt in Österreich oder an der Uni Wien, dass ich eben sagen kann, ich habe eine gute Idee. Und wenn ich jemanden finde an einer Forschungsinstitution in Österreich, der das auch findet und der sagt, gut, wenn du das Geld kriegst, kommst du zu uns, dann kann man das machen. Okay, das ist irgendwie schon toll, wenn man eine Optimistin ist wie ich und auch wenn man eine Schriftstellerin ist, eine Österreichische, ist es noch toller, weil irgendwie sich dann das miteinander ganz gut ausgeht. Aber ich muss sagen, ich wäre jetzt nicht nach Wien gekommen unbedingt als Forscherin, wenn ich wirklich 100% nur Forscherin sein wollte und nicht eigentlich vor allem eine deutschsprachige Schriftstellerin. Und da gefällt mir Wien sehr gut als deutschsprachige Schriftstellerin. Was ich aber eben, ja, also es ist irgendwie toll, ich habe diese, in dem Sinn gibt es schon viel Freiheit als Individuum, wenn man die Kraft hat, das zu machen. Es wird aber so sein, hoffentlich bin ich nächstes Jahr habilitiert und dann habe ich keine Ahnung, was sein wird. Wahrscheinlich werde ich einfach aufhören, Wissenschaftlerin zu sein und nur Schriftstellerin sein. Ich weiß nicht, ob das was ist, was man wirklich will, aber also ich meine, was die Universität wollte, und ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort auf die Frage ist, ich bin da irgendwie also jetzt verseilt geraten. Ich höre aus dem ein bisschen raus, wenn ich mir denke, da würde der Stefan Zweig jetzt sitzen und die haben ja gesagt, ja, Wien ist wunderbar, die Kaffeehäuser, das intellektuelle Klima, die Vorlesungen muss man nicht unbedingt gehen. Also da hat sich dann gar nicht so viel verändert. Na, also du bist eigentlich da, weil es eine gute, ein gutes, interessantes intellektuelles Klima für eine deutschsprachige Schriftstellerin. Genau, aber vielleicht, ich kann schon dazu sagen, also es ist auch, ich habe mich umgeschaut, ich bin Evolutionsbiologin, ich bin nicht einfach so nach Wien gekommen, sondern ich kannte einige Kollegen, also es ist auch evolutionsbiologisch interessant, aber da ist Wien mehr so ein Punkt, wo die Leute halt kommen und ein paar Jahre bleiben und eigentlich, wenn man Evolutionsbiologe ist und wirklich, sagen wir, in der Welt mitmachen möchte, dann muss man einfach umziehen die ganze Zeit, alle 4 Jahre oder 5, das ist irgendwie total normal, das machen ganz viele Kollegen, aber das lässt sich vielleicht mit der deutschsprachigen Schriftstellerin weniger gut vereinbaren. Aber vielleicht, was ich meine, ist das, es liegt natürlich auch jetzt an der Universität, dass die so riesig ist und das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Also ich wollte eben erzählen, dass ich gar nicht hier studiert habe und erst vor 5 Jahren hergezogen bin, weil das doch anders ist. Ich meine, Amsterdam hat mich sehr beeinflusst wissenschaftlich, also die Universität Amsterdam, weil in Amsterdam gibt es 2, die haben irgendwie mehr so ein angelsächsisches System. Aber ja, also in dem Sinn, es gibt viel weniger Hierarchien, jeder Student schreit sofort zum Professor mit Vornamen, irgendwie schon in der ersten Vorlesung, wenn ihm was nicht gefällt und so. Aber ja, also ich kenne das jetzt nicht als Student, also ich will damit nicht sagen, dass jetzt es sich nicht auszahlt, in die Vorlesungen zu gehen, nicht, im Gegenteil. Und ich habe in Salzburg zum Großteil studiert, auch in Griechenland, das ist halt viel kleiner, die Unis. Das heißt, man wird da irgendwie als Person natürlich leichter mehr wahrgenommen. Und jetzt würde ich, denke ich, und viele Leute, die in meiner Situation sind, wo wir denken, wir sind sozusagen jetzt echt, wo es darum geht, am Höhepunkt als Wissenschaftler, also oder wo es halt, ja, wo es darum geht, hören wir auf oder werden wir Professor, da weiß man halt dann nicht so recht, was mit einem werden soll. Und da wird man eben auch nicht als Individuum wahrgenommen. Also zumindest fühle ich das nicht so. Vielleicht ist das so. Und ich glaube, wir sind nicht unzählige Leute. Also zum Beispiel, es gibt so Professuren an der Universität Wien, speziell auch für Frauen, für 3 Jahre, um sich irgendwie ein bisschen zu etablieren. Mhm.
Und ich habe mich da im Februar beworben. Ich meine, ich verstehe, dass das lang dauert. Ich habe nichts gehört bis jetzt. Also wenn ich es ernst nehme als Wissenschaftlerin, kann ich darauf doch nicht warten. Dann muss ich eben nach Amerika gehen, zum Beispiel nach Florida oder so. Mhm. Da antworten Sie echt schneller. Nein, vielleicht nicht. Also Eva, du warst Botschafterin in Frankreich, Großbritannien und den USA, Länder, die viele Nobelpreisträger hervorgebracht haben. Wenn ich dich jetzt so zu einer vergleichenden Einschätzung, du hast als Botschafterin, war dir Wissenschaft immer sehr wichtig. Wie sind denn die Traditionen, wo Manfred Wehland sagt, eine alte Tradition der Vernachlässigung in den genannten Ländern. Was kann man auf die Schnelle lernen? Ja? Also du meinst, du hast jetzt so am Podium zu deiner Nachbarin gesagt, du bist nicht sicher, ob die schneller antworten würden, aber wie sind denn sonst die Dinge in einem groben Vergleich, prima vista? Die Situationen sind natürlich ganz unterschiedlich, nicht? Am ehesten lässt sich die österreichische universitäre Situation noch vergleichen mit der universitären Situation in Frankreich, meiner Meinung nach. Mhm. Das sind ähnlich gewachsene Strukturen, ähnliche historische Konditionalitäten, auch ein ähnliches Bewusstsein vielleicht. Ja, wir sind mit den Franzosen nicht ganz so unähnlich, wie wir manchmal glauben würden, aber es... Der angelsächsische-amerikanische Raum hat sich natürlich ganz anders entwickelt, aber auch da gibt es wieder große Unterschiede. Und es gibt große Unterschiede zwischen Spitzenuniversitäten wie Oxford und Cambridge und großen Massenuniversitäten wie der University of Kent oder Essex, nicht? Die auf einer ganz anderen Ebene arbeiten. Ebenso ist das in den USA, nicht? Wir sehen immer und vergleichen uns da natürlich oder schielen mit einem Auge auf die Ivy League Universitäten und die ganz großen, also Yale, Harvard, Princeton etc. Das sind natürlich Spitzenprodukte, die sich mit unserer Universitätssituation überhaupt nicht vergleichen lassen, weder in der finanziellen Ausstattung noch in der Forschungsförderung, noch in der Auswahl der Studenten, noch in den Möglichkeiten, die sie den Studenten bieten und in vielen anderen mehr. Auf der anderen Seite gibt es auch in den USA Universitäten, die also am Existenzminimum dahinkratzen, mit großen Schwierigkeiten kämpfen und sich also sehr nach der Decke strecken müssen. Und ich glaube, dass diese Vergleiche nicht ganz angebracht sind. Ich meine, wir haben es hier, und da komme ich wieder zur Longue Durée, ja, wir sind 650 Jahre in dieser Stadt als Universität gewachsen, haben uns aus dieser Stadt heraus mit dieser Stadt entwickelt und eine Universität ist eine der größten Universitäten überhaupt in Europa an der Anzahl der Studierenden. Wir haben jetzt also 95.000 Studenten und insgesamt also besteht nur die Universität Wien und das sind die ganzen anderen 19 universitären Einrichtungen in Wien nicht involviert, hat die Universität Wien 125.000 Personen, nicht? Das heißt also, ich bin als Vorsitzende des Universitätsrats de facto Aufsichtsratsvorsitzende über Unternehmen mit 125.000 Mitarbeitern, das also in der für Wien eine sekundäre Wertschöpfung von ungefähr 1,1 Milliarden Euro pro Jahr generiert. Also das sind völlig andere Verhältnisse. Und dadurch richtet sich natürlich auch die Universität ganz anders aus, nicht? Wir sind eine Universität mit einem sehr starken Fokus auf Lehre, auf forschungsbasierte Lehre, ja? Wo die Hauptkundschaft, die wir haben, eben diese 95.000 Studenten sind. Die erwarten, dass ihnen eine gute Ausbildung geboten wird, die ihnen sozusagen ihre berufliche Entwicklung ermöglicht. Und alles andere ist dann eigentlich sozusagen, reiht sich dem nach, nicht? Weil Exzellenz in der Forschung ist natürlich wunderbar, aber vollzieht sich auch auf vielen verschiedenen Ebenen, nicht? Und auch da muss man ein bisschen den Blick schärfen, denn wir sehen auch da dann immer sozusagen die Quantenphysiker und die Biologen, die im Moment Weltspitze sind und die Mathematiker, die also in der ganz hohen sind, aber es sind auch die Philosophen, nicht?
Und letzten Endes ist es auch sozusagen, wenn ein Ägyptologe aus einem Papyrus eine Lücke schließen kann in einer Chronologie, ist doch auch exzellente Forschung. Nicht? Also das heißt, man muss mit diesem Begriff auch ein bisschen vorsichtig umgehen. Und zuletzt wollte ich noch sagen, weil du das auch angeschnitten hast, wir haben es mit diesen ewigen Vergleichen zu tun, nicht? Also wie viel wird publiziert, wie viele Zitate, wie viele Nominierungen und Rankings und wie viele Drittmittel. Alles wird ununterbrochen in Relation gesetzt, überprüft und gegenseitig also abgecheckt. Nicht? Und das ist auch ein bisschen eine fragwürdige Methode, denn es muss letzten Endes auch an einer Universität Zeit geben. Nicht? Zeit, um nachzudenken, Zeit, um zu publizieren und so weiter. Ich war also zutiefst beeindruckt, dass mir der Christopher Clark, der gerade dieses wunderbare Buch über den Ersten Weltkrieg geschrieben hat, Die Schlafwandler, er hat 7 Jahre lang als Chefhistoriker von Cambridge 7 Jahre lang an diesem Buch gearbeitet und recherchiert. Das muss in einer Universität und im akademischen Leben möglich sein. Und nicht nur dieser ständige Publikations- und Leistungsdruck. Ja. Die Kollegin Friedl hat vorher gesagt, also diese eigentlich beschämend geringe Anzahl von Exzellenzförderungsstipendien, Doc-Stipendien. Aber das ist ja wirklich eigentlich ist das ziemlich absurd, ja. Wenn man das jetzt auf andere Ausgabenfelder umlegt, dann scheint das ja wirklich einer der Knackpunkte zu sein. Ein solches Stipendium, so viel kostet es ja auch wieder nicht. Ja, ich bitte mich nicht misszuverstehen. Also die Uni Wien tut, was sie kann, die Akademie der Wissenschaften tut, was sie kann. Aber wie gesagt, ich halte das für ein großes Defizit, weil Frau Nowotny die Exzellenzkriterien angesprochen hat. Es spielt zum Beispiel in diesen Exzellenzkriterien, also Zitationsindex, bibliometrische Verfahren und so weiter, die Lehre eine verschwindend kleine Rolle. Für mich auch ein Zeichen, dass diese Frage der Weitergabe des Wissens bei Exzellenz, bei diesen Diskussionen um Exzellenz sehr wenig berücksichtigt wird. Und also wenn ich noch eine kleine Anekdote erzählen darf, es hat vor ein paar Jahren in der österreichischen Forschungsgemeinschaft eine Diskussion um Exzellenz gegeben, in Anwesenheit eines Botschafters. Und da wurde also lange gestritten und am Ende stand ein sehr alter Herr auf, zeigte auf den Botschafter und sagte, die einzige Exzellenz, die was wir haben, die sitzt hier. Also ich dürfte jetzt auf Sie zeigen. Sie zeigen die Exzellenz schon abgeschafft. Also damit will ich nicht sagen, dass Exzellenz nur ein Titel ist, aber es ist eine Zuschreibung. Ja? Es ist auch ein symbolisches Kapital, nicht nur ein ökonomisches Kapital, wenn Exzellenzcluster gefördert werden. Also du kritisierst das auch ein Stückchen. Und die Kollegin Nowotny sagt ja auch, im Grunde geht es auch um Zeit und um Qualität, die forschen für die können, ja. Forschung braucht manchmal Zeit. Ja. Vielleicht müssten wir eigentlich einmal irgendwie sagen, was Exzellenz ist. Vielleicht also das frage ich mich oft, also wenn man also wirklich sich es ist Zeit, was das heißt. Ich habe schon die Frage gestellt, wie lange gibt es diesen Begriff jetzt eigentlich? Ich würde meinen, begonnen hat es Mitte der 90er Jahre und dann mit den Evaluierungen Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts kam dieser Begriff dann, der jetzt alles im Grunde dominiert, hat er sich so durchgesetzt. Und natürlich steht er vermutlich, aber das ist jetzt einmal meine Frage an das gesamte Podium, ist dieser Begriff eigentlich noch nützlich oder ist er eher hinderlich? Weil er ja so tut, wie wenn man exakt ausmessen kann, was, glaube ich, in den Geisteskulturen und Sozialwissenschaften nicht definitiv ausmessbar ist. Wie nützlich ist dieser Begriff zum Beispiel für dich? Also ich würde auch sagen, dass der in den Naturwissenschaften nicht so nützlich ist. Also ich kann sagen, ich forsche in einem Orchideenfach, das sind Schmetterlinge, also nur damit Sie sich das vorstellen können. Und zum Beispiel war ein Teil meines Projektes,
ein Jahr lang Schmetterlingsweibchen zu halten und die immer zu füttern und zu zählen jeden Tag, wie viele Eier die legen. Das ist schon ganz schön viel Arbeit. Und es kommt auch was Interessantes dabei heraus, aber jetzt nicht was, was exzellent ist in dem Sinn, dass man es in einer wahnsinnig hoch gerankten Zeitschrift publizieren kann. Ehrlich gesagt, ich habe gedacht, das ist echt jetzt eine tolle Arbeit. Und ich habe es zu 6 Zeitschriften geschickt, die haben es nicht einmal zu Begutachtern geschickt. Vor 10 Jahren, da war ich jünger und dümmer, wirklich, ganz sicherlich. Da ist mir das nie vorgekommen, dass ich irgendwas wo eingereicht habe und es wurde nicht zu Gutachtern geschickt. Und in dem Sinn denke ich mir halt, das ist auch ein Zeichen, dass es gibt einfach so viele Texte, also wissenschaftliche Texte, die wo herum sind und irgendeiner setzt sich dann durch und in dem Sinn ist da Exzellenz eigentlich, auf das wollte ich eigentlich hinaus, etwas, was dem Menschen näher steht und zwar sagen wir, was der Medizin am nächsten steht, also diese Arbeiten kann man immer eigentlich sozusagen am höchsten verkaufen, gemessen an dem Wert, den die Zeitschriften in dem Wissenschaftssystem haben. Was ich halt bedenklich finde, das ist auch ein bisschen was Konstanze Fliedl gesagt hat, also wenn ich jetzt ein Buch schreibe, was ich auch tun werde, ein, sagen wir, wissenschaftliches Buch, aber auch verständlich für Sie, auf Deutsch, das ist total egal für meine wissenschaftlich-akademische Laufbahn, das heißt, das zählt irgendwie nicht, wenn ich mich dann bewerben möchte damit für eine Professur in Zürich, dann ist das irgendwie weg, also dann streichen Sie das, glaube ich, weg von der Liste noch dazu, weil es auf Deutsch ist. Also ich sage, es gibt sicher Personen, die das nicht tun, das sind halt dann Individuen, aber irgendwie, weiß ich nicht, haben wir uns in was verstrickt, auch so als wissenschaftliche Community, wo wir dann irgendwie jetzt schwer rauskommen, weil jeder, wenn man mit ihm einzeln spricht, würde sagen, natürlich ist es gut, wenn Sie ein ganzes Buch schreiben über Ihre Arbeit, das man dann Studenten geben kann, das ist ja, was wir machen wollen, aber andererseits irgendwie ist es viel besser, ich hätte ein Nature Paper, also wirklich ungleich besser, mein Leben wäre, sagen wir, in beruflicher Hinsicht fast gerettet. Ja, ich würde sagen, dass Qualität, ob es man dann Exzellenz nennt, aber Qualität, die im Wettbewerb sozusagen als Entdeckungsverfahren herauskommt, ist absolut notwendig. Die Leistung ist praktisch das, womit wir uns legitimieren. Leistung und Qualität, und das Problem besteht nur darin, wie erkennt man sie? Also ich würde sagen, man braucht an den Universitäten Headhunters, Leute, die also von sich aus schauen, wie die Anfänger schon wissenschaftlich orientiert sind. Daher bin ich ein starker Vertreter der Young Science-Initiative, die versucht schon, die höheren Schulen heranzuziehen. Und ich habe immer die Universität so gesehen, dass sie offen sein soll für die höheren Schulen und nicht geschlossen. Und habe aber immer erlebt, zig Jahre, außer durch Scholz als Stadtschulratspräsident, der hat da eine andere Auffassung gehabt, dass die Matura wie ein eiserner Vorhang manchmal verhindert hat, dass Studierende der Gymnasien schon ab der 6. Klasse an die Universität in die entsprechenden Bereiche, Disziplinen, Fächer eingestiegen sind. Und ich plädiere, Niederreißen dieser Mauer, die noch immer besteht, und möglichst Förderung schon der jungen Leute in den Gymnasien, da gibt es das Interesse und gerade in den Naturwissenschaften ist oft die Jugend, die hier das Entscheidende ist. Und ich glaube, da muss man auch, was die Kollegin Fliedl gesagt hat, die Postdocs und alles, was damit zusammenhängt und die Möglichkeiten, Berufsmöglichkeiten und weiter Möglichkeiten für junge Wissenschaftler nach 1, 2, 3 Jahren, auch nachdem sie die Dissertation hinter sich gebracht hat, weil sonst stehen sie praktisch vor einem Hasar. Dieses Hasar in den Aufstiegsmöglichkeiten hat ja schon Max Weber besprochen. Nicht? Er hat also gesagt, wenn man also nachschaut, wie gehen die Berufungsverfahren vor sich, so ist es 80% Hasar. Das ist vielleicht jetzt besser geworden, aber trotzdem würde ich sagen, es sollte systematisch sein. Und ebenso wenig wie wir eine systematische Weiterbildung haben
an den Universitäten, haben wir eine systematische Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Ein großes Problem. Was hältst du denn von Headhunt? Also ich, die also als ein geschultes Auge auf exzellente, ganz junge Leute habe. Ein Stückchen kommt mir vor, da infiltriert man ja noch mehr von der aktuellen Ökonomisierung mit ihren Agenten in das universitäre System. Ah, natürlich. Also was hältst du von dieser Idee? Also nicht sehr viel. Ich glaube, dass das auch sozusagen professionelle Headhunters für Universitätsberufungen einzusetzen, wäre meiner Meinung nach auch ein Schritt einer verstärkten Ökonomisierung der Universität, die wir, glaube ich, nicht wirklich brauchen. Wir haben aber natürlich ein System am Platz, und das ist sozusagen Headhunting durch die Peers und die Peer Review. Mhm. Ja? Denn wenn es also um Berufungen geht, gibt es ja also Berufungskommissionen, das sind Leute, die sich im Fach auskennen, die wissen also, wo die guten Leute sind, die auch zur Verfügung stehen können. Und die werden dann sozusagen auf eine Liste genommen, aus deren Basis dann der Rektor beginnt mit Berufungsverhandlungen. Das heißt also, es ist ein Auswahlsystem nach Qualität schon gegeben, aber nicht durch eine Firma von Headhunters, sondern durch die eigene Kollegenschaft, die ein fachlicheres Urteil hat. Aber wie ist denn das beispielsweise in deinem Fach, Constanze? Ich erinnere mich immer wieder auf geniale Persönlichkeiten mit literaturwissenschaftlicher Kompetenz, die aber also nicht so stromlinienförmig waren. Und mein Eindruck ist, also dass für diese Form einer sehr individuellen Geistes-, Kultur-, sozialwissenschaftlichen Intelligenz die Welt jetzt sehr schlecht ausschaut. Also bis Ende, vielleicht bis Ende der 80er Jahre konnte man ein wissenschaftliches Leben und eine Karriere vielleicht auch außerhalb der Universitäten planen mit Lehraufträgen und mit Forschungsvorhaben und mit Vorträgen, aber die sind gegenwärtig im System, das bedauere ich ein bisschen, haben die eine geringere Chance. Aber wie siehst du das? Entdeckt das gegenwärtige System Persönlichkeiten, die ausgezeichnete Sprachliteraturwissenschaftler, Komparatisten sein könnten, oder denken sich viele, mit dem will ich sowieso nichts zu tun haben? Das waren jetzt viele Fragen. Ja. Viele Fragen auf einmal. Also grundsätzlich glaube ich, das System, also sozusagen der Berufung durch Peers, ist nicht ganz schlecht. Ja. Wer sich dem unterzogen hat, also die allerletzten Idioten kommen dann nicht durch, das brauche ich mich jetzt zu behaupten. Was du ansprichst, dass sozusagen in dem System der Selbstadministration dann sozusagen bürokratische Temperamente vielleicht sich wohler fühlen als Leute, die out of the box denken, das könnte durchaus sein, nachdem sozusagen Verwaltung und ich war jetzt gerade 2 Jahre Institutsvorstand, wo man für ein Budget bis zur letzten Büroklammer verantwortlich ist, das ist kein Spaß, ja, und hat nichts mit dem zu tun, was ich gerne mache. Aber um noch einmal auf die Frage zurückzukommen, und ich bin ganz Ihrer Meinung, wir brauchen Exzellenz. Die Frage ist, wie bekommt man sie und wie erkennt man sie? Und bekommen tut man sie, also es gibt einen wunderbaren Film über Nobelpreisträger, den kann man im Nobelmuseum in Stockholm sehen, und da ist ein Teil über Cambridge. Und das ist wunderbar gemacht. Im Mittelteil der Leinwand geben diese Nobelpreisträger Interviews, und am Bildrand sehen Sie die fleißigen Hände, die die Hecken schneiden und das Essen richten und den Tisch decken und aufräumen. Und da bekommen wir einen Eindruck davon, die werden wirklich geschont. Ja? Und was alle Nobelpreisträger sagen, was sie brauchen, ist Ruhe und Ressourcen. Das sind die zwei Dinge, die Spitzenleistungen ermöglichen. Und wie man sie erkennt, da pflegt die Frau Nowotny zu sagen, man erkennt sie, ja, was ja schon suggeriert, da ist auch ein intuitives Moment dabei. Ich würde sagen,
Exzellenz hat damit zu tun, dass man für sein Fach brennt. Ja? Und das ist für mich ein wichtigeres Kriterium als die Peer Review Journals und die Zitationsindexe. Das erkennt man, dass jemand findet, es gibt nichts Spannenderes als mein Fach, da will ich mein ganzes Leben mich damit beschäftigen, da setze ich die Wochenenden und die Abende und die Ferien dran, weil ich dazu was machen will. Und das ist für mich das Entscheidende. Also einen Punkt habe ich jetzt noch nicht abgehakt. Das ist, glaube ich, zweimal, also viele nicht, aber von dem, was gesagt wurde, die Lehre spielt eine zu geringe Rolle, hast du gesagt. Und im Grunde erinnere ich mich, dass es die Evaluierung der Lehre schon lange gibt. Also noch bevor Forschung evaluiert wurde, ist Lehre evaluiert worden, aber es war immer völlig konsequenzlos. Eigentlich hat sich, glaube ich, immer stärker durchgesetzt, dass die Lehre eigentlich in dem Gesamtsystem nicht so wichtig ist. Wird da von der Universität Wien jetzt, um eine Institution, deine hervorzuheben, wird da gegengesteuert? Gibt es da, oder ist Lehre einfach wirklich das, was im 19. Jahrhundert und im 20. wichtig war, und ist Lehre nicht mehr so wichtig? Also, soweit ich einen Einblick habe in das, was sich in der Universität abspielt, würde ich meinen, dass die Lehre schon sehr ernst genommen wird. Wir haben eine sehr tüchtige Vizerektorin an der Universität, die hauptamtlich für Lehre zuständig ist. Wir haben eine anspruchsvolle Studentenschaft. Wir haben Vertreter der österreichischen Hochschülerschaft, die in allen Gremien vertreten sind und die sicher lautstark auch murren, wenn also Lehre nicht ernst genommen wird. Wir haben alle möglichen Qualitätssicherungsinstrumente, Evaluierungen und so weiter, in die alle verschiedenen Ebenen der Universität eingebunden sind. Also ich glaube schon, dass da sehr viel passiert. Und letzten Endes, dass also jetzt in einem doch stärker durchorganisierten System, wie wir das durch die Bologna-Struktur ja bekommen haben, nicht? Mit den einzelnen Studienabschnitten und den Erfordernissen zwischen Bachelor und Master und Zulassung zum Doktoratstudium, wo dieses sozusagen freie vor sich hin studieren nicht mehr so einfach ist und es schon auf die Qualität der Lehre auch ankommt, dass man diese Fortschritte und diese Sprünge dann eben machen kann, hat sich da schon einiges geändert, nicht? Aber gibt es nicht so eine bereits eine Arbeitsteilung, die in die Richtung wirkt, dass die Lehre die für Forschung weniger Qualifizierten machen sollen, also etwas, was in einem gewissen Maß im Einverständnis aller Beteiligten geschieht, was eigentlich nicht sehr glücksbringend ist, weil ich glaube gerade das, was du hast das gesagt, oder du, dass man erkennen muss, dass jemand nichts anderes machen will, der vermitteln kann, wie wichtig, es gibt nichts anderes. Ja. Wenn ich dann noch was dazu sagen, die Erfolgreichen Wir haben da natürlich ein Problem, und das weiß wahrscheinlich Frau Professor Fliedl etwas näher im Detail, dass wir also in der, sozusagen der Personalstruktur der Universität unglaubliche Veränderungen im Moment durchlaufen. Ja. Also früher war das System ein sehr einfaches, es gab also tüchtige Studenten, die wurden wissenschaftliche Hilfskraft, dann wurden sie Assistenten, dann haben sie habilitiert, dann haben sie gewartet, bis ein Professor in Pension geht und sind ihm nachgefolgt. Ja? Das war also so ungefähr vereinfacht gesprochen der Parcours. Das ist jetzt also ganz anders, und wir haben eine Vielzahl von verschiedenen Personal- und Verwendungsgruppen an der Universität, zum Teil in einem sehr unübersichtlichen System, ja, also mit Tenure-Track-Stellen und Laufbahnstellen, und die alten habilitierten AO-Professoren werden abgeschafft und laufen aus, und dafür kommen also Postdocs und weiß Gott was alles. Das heißt, es ist ein ziemliches Durcheinander. Und diese haben aber, das ist der sogenannte akademische Mittelbau, hat ja den Hauptlast der Lehre getragen. Und da gibt es jetzt also einige Umstellungen und Umbrüche. Und ein weiteres Element, was also da vielleicht auch noch hineinspielt, ist die sehr starke Internationalisierung der Universität. Das heißt also, wir haben von den Berufungen, ich habe mir das angeschaut, dass in den letzten Jahren kamen nahezu 30% der Berufungen
aus dem internationalen Ausland. Also nicht aus dem deutschsprachigen Raum, nicht aus der Schweiz, sondern wirklich international. Das heißt, es sind also, wir haben auch hier sozusagen Professoren, die einen ganz anderen Zugang auch zur Lehre haben und andere Vorstellungen und so weiter. Also es ist da schon einiges im Umbruch, aber Großen und Ganzen glaube ich schon sagen zu können, dass die Lehre an der Universität Wien ernst genommen wird und dass man sich auch intensiv damit beschäftigt. Darf ich? Ja, bitte. Also das passt jetzt, doch ein bisschen zur Lehre. Also ich glaube auch, dass es gibt sehr viele externe Lehraufträge, gerade an der Universität Wien, denke ich, weil das eben so riesig ist. Also das sind wahrscheinlich tausende Leute, die teilweise eben dann eigentlich keine Professoren sind, sondern eben schon sicher für ihre Forschung brennen, weil sie eigene Projekte haben oder eben aus dem Berufsleben kommen. Und ich glaube, das sind schon auch Sachen, die sehr interessant sind für die Studenten. Da kann man vielleicht dazu sagen, dass diese Leute, die externe Lehraufträge machen, die wirklich sozusagen fast ehrenamtlich machen. Also das macht man echt nicht, um Geld zu verdienen. Ich bin immer extern lehrend. Das ist wirklich, ja... Also nur, das muss man ab und zu mal sagen. Aber was ich zu der Exzellenzfrage noch... Du hast ja vorher die Frage gestellt, was ist das eigentlich, erinnere ich mich. Genau, also eine meiner Antworten wäre zum Beispiel, da würde ich dann als Biologin antworten, das ist etwas, das wir als Exzellenz, ist aber vielleicht auch eine philosophische Antwort, etwas ansehen, was dem Menschen näher ist, in dem Sinn, was zu seiner Gesundheit potenziell beiträgt oder... zu seinem Wohlbefinden, was man so wahrnimmt, weil diese Dinge werden immer sehr hoch publiziert. Aber ich wollte eigentlich sagen, ich finde es so schade, dass man unbedingt exzellent sein muss, weil exzellent kann man ja heutzutage dann scheinbar nur sein, wenn man eben für eine einzige Sache brennt. Wenn man aber für verschiedene Sachen brennt, wie ich, das ist doch, warum darf das nicht sein? Also das finde ich, das wäre gerade für eine Universität und sicher für die Universität Wien irgendwie so toll, wenn man das ein bisschen mehr unterstützen würde oder viel mehr. Das wollen ja eh nicht alle, aber ein paar Leute. Also zum Beispiel das Einzige, ich bin ja schon für alles eigentlich viel zu alt, weil ich dazwischen viel zu viele Bücher geschrieben habe. Das heißt, ich kann mich gar nicht mehr für viele Stipendien wie Staat oder so bewerben, weil die Bücher kann ich nicht abziehen. Nur wenn ich Kinder hätte, könnte ich sie abziehen. Das ist doch auch irgendwie absurd. Also ich meine, die Bücher ist ja nicht so, dass die niemand liest. Da denke ich mir auch manchmal, warum ist da nicht irgendwas? Da habe ich schon oft gefragt, gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit? Also ich meine, ich bin eigentlich, wie gesagt, die Optimistin. Ich sehe mich jetzt persönlich nicht so schlecht. Also ich sehe jetzt nicht, dass ich da irgendwie untergehe. Aber ich merke halt viele Kollegen in meinem Alter, die sind gar nicht mehr, die haben eben wirklich Angst vor der Zukunft und deswegen können sie nicht mehr richtig forschen. Ich glaube, man muss einen angstfreien Raum schaffen, um forschen zu können. Und diese Leute, die denken halt immer, wie kriege ich irgendwie eine fixe Stelle? Vielleicht ist das auch ein etwas, was wir geerbt haben von unseren Eltern, dass wir eben glauben, man braucht eine fixe Stelle fürs Glück, weil irgendwie unsere Eltern und Großeltern immer gesagt haben und bis heute sagen, jetzt schau doch, Andrea, dass du irgendwo reinkommst. Und ich denke mir dann, ja, vielleicht brauche ich das eh nicht, aber dann sagen sie es halt immer und dann denke ich mir, okay, vielleicht fürchte ich mich auch ein bisschen. Gab es diesen angstfreien Raum, Manfred, jemals? Nein. Erstens, Spezialisierung war immer eine Voraussetzung für hohe wissenschaftliche Leistungen, außer man war schon Ordinarius oder gar alter Ordinarius oder gar Emeritus, dann durfte man Philosoph werden. Dann durfte man alles, ja. Dann, aber sonst war die Spezialisierung bei, ich habe ungefähr 100 Habilitationsverfahren überblickt und war auch dabei, da war das ein Nachteil für jemanden und man musste mit aller Kraft als Rektor einwirken, dass man diese transdisziplinäre und interdisziplinäre Möglichkeit auch entsprechend wertet. Das war ganz, ganz schwierig, ich könnte hier Namen nennen, aber ich glaube, die Leidenschaft und die Spezialisierung sind noch immer sehr eng verbunden mit dem, was man Habilitationsverfahren nennt. Vielleicht kann die Aufgabe des der Habilitierung und eine Annäherung an das angloamerikanische System eine Erleichterung, eine offenere,
Einstellung bringen. Das ist, das ist gerade jetzt bei den Beiträgen herausgekommen. Ich würde es schon annehmen. Aber noch ist es so, dass ich, wenn ich als Rektor einen Rat geben musste, und die sind gekommen mit einer Mischung zum Beispiel zwischen Jus, Politikwissenschaft und Soziologie, sage ich, bitte, liebe Kollegin, das kann dazu führen, dass Sie in keinem der Fächer habilitiert werden. Und ich kann Beispiele nennen, wo das also auch der Fall war. Also ich würde sagen, da ist noch eine Hemmung, da ist eine Grenze. Ansonsten würde ich sagen, Unsicherheit. Ich glaube, die Suche nach Sicherheit war früher, ich bin Jahrgang 37, also mein Jahrgangsbereich war die Suche nach Sicherheit riesig groß, weil sie hat es nicht gegeben. Es hat Aufnahmesperre im öffentlichen Dienst gegeben, es hat auf den Universitäten keine Posten gegeben, also man musste wieder sehr lange warten, bis der Professor in Pension ging, dem man vielleicht nachfolgen konnte. Also ich würde sagen, in vieler Hinsicht war es schwieriger. Das, was vielleicht leichter war, das war, oder in gewisser Weise umfangreicher, das war die Zeit. Meine Damen und Herren, Sie können sich nicht vorstellen, wie sich die Zeit an den Universitäten verändert hat, wie knapp sie geworden ist für alle, auch für die Studierenden. Daher bitte einen Studenten zu verstehen, der sagt, das Schönste an der Universität bei seiner Promotionsansprache waren die Ferien. Also man muss Zeit schaffen, auch um Zufälle und Einfälle zu erreichen, die notwendig sind in der Wissenschaft. Wie könnte man denn Exzellenz noch messen? Also außer Frage gestellt ist sie oder erkennen auf unserem Podium. Und jeder, der, glaube ich, im Wissenschaftsaquarium einmal geschwommen ist, weiß, bei den Kandidatinnen und Kandidaten sind die interessant, die super sind, ja, die hervorragenden Leistungen bringen. Aber wie erkennt man sie denn noch? Also das war ja interessant, den Befund, den die Kollegin Grill gesprochen hat, und WLAN hat dann ausgeführt, dass das historisch eher ein Nachteil war, wenn jemand sagt, er hat da zwei Bücher in einer Auflage von 25.000 Exemplaren publiziert. Aber wie entdeckt man die interessanten Persönlichkeiten noch? Das ist ja eine zentrale Frage. Aber es sind auch schon in dem System auch vielleicht, das haben Sie, hast du mich vorher gefragt, mit Bologna, mit Bachelor und Master, ein bisschen muss ich auch sagen, oft sind es halt schon auch die Personen, die durchhalten. Also die Exzellenten haben es oft, also bei den Studenten sogar gar nicht so leicht, weil man muss halt, also es ist wirklich, sagen wir, man ist eingeschränkter als früher, man kann sich sein Studium nicht diese 5 Jahre vollkommen frei einteilen. Also ich habe begonnen 93, ich kann mir, zählen ist schwierig für Ökologen. Und ich bin halt einfach zur Uni gegangen, ich hatte keine Ahnung, was man da macht, und das war auch irgendwie sehr toll, muss ich sagen. Und ich habe halt gewusst, 5 Jahre dauert ein Biologiestudium, und dann habe ich halt gelesen, was es so gibt, und man musste das wirklich nicht in der Reihenfolge machen. Und jetzt müssen die das, und das ist auch, glaube ich, besser in vieler Hinsicht. Sie verzetteln sich nicht, sie brauchen nicht 7 Jahre oder 8. Aber eben gerade für so wirkliche Querköpfe, die gibt es ja schon auch, denen muss man echt helfen, damit sie irgendwie auch diese eigentlich Art Bürokratie, die man dann schon als Student hat, halt schaffen, weil sie sonst irgendwie durchfallen überall. Und ja, so ist halt meine persönliche Erfahrung von den Studenten, die ich so habe. Wie ist deine Erfahrung? Also mir kommt vor, ein ganz wichtiger Aspekt ist der von Ihnen angesprochene, die Zeit. Ja, man kommt ja nicht exzellent auf die Welt, sondern das ist etwas, was man sich erarbeiten muss. Und da muss ich wirklich sagen, in meiner Studienzeit hatten wir das. Wir haben wirklich noch, um auf das Stichwort Kollegialität zu kommen, wir haben wirklich miteinander gelernt. Wir haben, die spannendsten Veranstaltungen waren das Postkolloquium im Wirtshaus, ja, wo dann nach den Seminaren wirklich ganz intensive Debatten entbrannt sind. Wir haben unsere Seminararbeit mitgelesen, wir haben unsere Diplomarbeit mitgelesen.
Und die heutigen Studierenden haben tatsächlich oft aus Zeitmangel diese Möglichkeiten nicht mehr. Sehr viele, ich höre das immer wieder in Gesprächen, verstehen sich als eine Ich-AG. Ja? Ich muss durch dieses System, damit ich möglichst schnell noch eine Lehrerstelle oder sonst irgendwo eine Stelle erwische, die nehmen sich gar nicht mehr die Möglichkeit, diese wunderbare Möglichkeit, mit anderen zusammen Exzellenz zu entwickeln. Und das finde ich ganz schade. Also dieser Kollegialitätsbegriff sollte nicht nur ein Begriff sein des professionellen Umgangs oder der Teamfähigkeit, wie der heißt, sondern eben auch ein Vertrauen der Lehrenden auf diese schöpferischen und kreativen Möglichkeiten der Studierenden. Dafür haben wir momentan zu wenig Zeit. Also ich habe das jetzt mit großer Empathie und Freude gehört, deinen Beitrag, weil das ist auch mein Eindruck, dass dieser Freiraum von Postkolloquien, von einer Kollegialität, die sich da entwickelt, von der Möglichkeit, jetzt auch außerhalb der Institution, außerhalb den ECTS-Punkten eine schöpferische, gestalterische Leistung, indem man ein Feature macht oder ein Buch herausgibt, das ist offensichtlich leider schon etwas, was zu kurz kommt. Das kann man wohl nicht den Universitäten anlasten, sondern das ist ein Stück eine Eigenschaft der Zeit. Also, weil wahrscheinlich die Zeit überall für die solide Nachdenk- und Gestaltungsleistung mangelt, die dann auch Qualität erzeugt, die sonst nicht. Übermorgen kannst du das dann bei den Pensionisten hören, wenn es ums Alter geht, dass dort die Zeit geringer wurde. Ich glaube, was man auch berücksichtigen muss in dieser ganzen Diskussion, ist, dass sich die Wissenschaftslandschaft ja sehr internationalisiert hat. Nicht? Das heißt also, jemand, der heute in einer Disziplin arbeitet, arbeitet ja nicht mehr nur in einem kleinen Garten, sei es die Universität Wien, sei es die Universität Salzburg oder so, sondern der arbeitet vor einer viel größeren Bühne, wo er auch beobachtet und wahrgenommen wird und wo er Kontakte hin entwickelt. Ich habe also einen österreichischen Wissenschaftler kennengelernt, der in Oxford gearbeitet hat, wo mir sein Institutsvorstand, der damals Wissenschaftssprecher der britischen Regierung war, gesagt, das ist der brillanteste Kopf, mit dem er es je zu tun gehabt hat. Nicht? Ein paar Jahre später habe ich ihn getroffen am Institut in Princeton und dann ein paar Jahre später in Harvard. Das heißt, also die Leute werden wahrgenommen, werden gefördert, gefordert und machen, sozusagen bewegen sich in einem internationalen Umfeld auch. Und ich glaube, wir haben da jetzt einige Elemente herausgearbeitet, also die ich schon unterschreiben würde, nicht? Also das Brennen fürs Fach und die Passion, den Begriff der Zeit, die Eigenständigkeit, die Ruhe, die Muse zu forschen. Da kommt mir vor, es wird alles, also es besteht ein bisschen die Gefahr einer Vereinnahmung von allem. Also so ein Stückchen ist Universität ja schon auch etwas mit Widerstand, etwas mit der Möglichkeit von Widerständigkeit und Kritik zu tun, während ich bis jetzt im Grunde, wir trauen uns alle nicht, was dagegen zu sagen, höre, es geht ja darum, schnell Karrieren mit der eigenen exzellenten Qualifikation zu machen, aber das Wissenschaft, wie ist es denn mit der wissenschaftlichen Verantwortung, die auch bereit ist, ein gesellschaftliches System kritisch ins Auge zu fassen? Ich frage alle, ja. Ich glaube, Dr. Nowotny hat also richtig die Internationalität angeschnitten. Ich bin an einer relativ kleinen Universität gewesen, aber heute sind die Internationalisten in der Mehrheit und man muss also jemanden finden, der überhaupt an der Universität ist. Also das ist ein interessantes Phänomen. An meiner Universität kommt etwas dazu, was an der Uni nicht war, nicht so die starke Verwissenschaftlichung, ganz starke Verwissenschaftlichung mit Spezialisierung. Ich denke, wie aus der Gärungstechnik langsam die Biotechnologie und jetzt
die Nanobiotechnologie herausgekommen ist mit Ebola- und AIDS-Forschung. Also das sind Dinge, die innerhalb von Jahrzehnten sich weiterentwickelt haben, aber in Richtung der Spezialisierung. Aber warum ich mich meldete, war eigentlich vor allem, weil der Zeitaspekt natürlich auch in der inneren Organisation der Universität eine große Rolle spielt. Wehe, es werden die Ferien aufgehoben, was immer wieder gedroht wird. Das würde ich also für sehr gefährlich erachten, weil da ist wenigstens ein gewisses Aus- und Einatmen vorhanden. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, die Zeit nicht durch so viele Berichtswesen, ich bin der Auffassung, dass die Universitäten durch die Autonomie nicht freier geworden sind, sondern zentralisierter, und zwar unter ihrem eigenen Zentrum. Und was sie früher schlampert und etwas locker für das Ministerium gemacht haben, machen sie jetzt ganz genau für die Universitätszentren, damit sie die entsprechenden Gelder kriegen. Also das, glaube ich, ist ein ganz großer Unterschied, weil ich das merke. Früher haben also Professoren bei uns das in den Papierkorb geworfen, wenn sie irgendwas zum Ausfüllen hatten vom Ministerium. Es ist auch nie wirklich nachgeprüft worden. Ja. Das Ministerium hat nie genug Leute gehabt, um das nachzuprüfen. Aber das ist jetzt alles anders genommen. Die Zentralen sind sehr stark mit Fachleuten durchsetzt, die in gewisser Weise eine andere Gesellschaft verkörpern als die Leute, die an den Universitäten, also an der Basis, an den Instituten arbeiten. Ein Problem. Ich frage jetzt noch einmal, mir kommt vor, ist auch das, worüber wir die längste Zeit gesprochen haben, war eine, es ging um Verantwortung jetzt des Hauses von Universitätshäusern zur Förderung ausgezeichneter Wissenschaftlerinnen und auch die Eigenverantwortung, seine Karriere optimal voranzutreiben. Aber Universitäten haben doch auch eine gesellschaftliche Verantwortung und im Universitätseid, im Doktoratseid kommt diese gesellschaftliche Verantwortung auch noch vor. Wie steht es denn gegenwärtig mit der Diskussion dieser gesellschaftlichen Verantwortung, die ja bisweilen auch bedeuten müsste, dass sich Wissenschaftlerinnen gegen die Logik des Faches oder des universitären Exzellenzdiskurses explizit wenden, Eva? Ja, ich finde es sehr interessant, dass du diese Frage anschneidest. Es ist mir zufällig vor einigen Tagen ein Zitat in die Hände gefallen oder ein Ausspruch in die Hände gefallen vom Professor Müller-Esterl, ist der Präsident der Goethe-Universität in Frankfurt, und das passt irgendwie so gut dazu. Ich habe das zufällig aufgeschrieben. Er hat gesagt, Autonomie ist der harte Kern selbstbestimmter Universitäten, die es vermögen, Gesellschaft kritisch zu hinterfragen und dem Land eine Zukunft zu geben. Das ist an und für sich ein sehr schöner Satz, der natürlich ein bisschen normativ ist. Nicht? Also es wäre schön, wenn alles so wäre. Auf der anderen Seite gibt es schon Ansätze auch in diese Richtung, und ich verweise zum Beispiel, also wirklich nur als Beispiel, auf diese Diskussion, die sich jetzt abspielt bei den Wirtschaftswissenschaftlern, ja, wo es eine ganz starke Bewegung gibt, die auch über Österreich hinausgeht, von Studenten, aber auch von einigen Professoren und Wissenschaftlern, die sagen, also wir können da nicht in diesem Mainstream, in dem sich da alles bewegt hat, jetzt die ganzen letzten Jahre so weitermachen. Wir brauchen auch einen alternativen Zugang zur Wirtschaftswissenschaft. Mhm. Also es passiert schon, dass auch gesellschaftliche Entwicklungen kritisch beleuchtet werden und kritisch hinterfragt werden. Wahrscheinlich könnte das noch viel intensiver passieren. Nicht? Da ist schon ein großer Vorteil auch, dass man eben so verknüpft ist mit den international, wie schon vorher angesprochen wurde. Und das sind dann Dinge, die schon im Gang sind, aber die noch nicht überall durchgedrungen sind, weil die Wissenschaftler sich ja vernetzen. Das heißt, ich bin nicht mehr als Person abhängig, ob mir das passt oder nicht, was jetzt in Wien passiert oder in Österreich oder an der Universität Wien, weil ich muss überhaupt mit niemandem sprechen. Ich kann den ganzen Tag mit jemandem in Kanada sprechen. Es kostet mich gar nichts. Also ich meine, das ist auch eine Realität, die man macht, und vielleicht ergibt sich aus dem dann später was anderes. Also in dem Sinn ist man schon auch sehr frei, wenn man das
annimmt, weil ich kann auch alles ins Netz stellen, was ich will, und das sieht man schon auch, da gibt es viele Foren von Wissenschaftlern, die miteinander diskutieren und so, also man hat eben einerseits als Individuum viel mehr, ja, vielleicht hat man gleichzeitig mehr Freiheit und mehr Verantwortung, aber andererseits geht man leichter auch unter, weil eben so viele Wissenschaftler da sind, mehr als je zuvor natürlich zwangsläufig. Darf ich noch was sagen zu dieser deiner Frage, ist denn die Universität oder sind die Studierenden kritisch genug? Ich höre da so ein bisschen Nostalgie heraus zu unserer Generation, wo wir uns sehr kritisch verhalten haben. Aber ich denke, wir waren ungeheuer privilegiert. Also ich habe in den 70er Jahren studiert, Vollbeschäftigung in Österreich. Wir haben uns nie gefragt, ob wir nachher einen Job finden. Das war eine ganz andere Situation als jetzt die Ihre. Und ich wundere mich manchmal, dass die jüngere Generation nicht böser mit uns ist. Also wir hinterlassen ihnen eine ungemein schwierige Situation von Staatsetat über die Umwelt, über die Frage, wie werden sie ihre Zukunft verbringen. Die sind unglaublich tolerant mit uns Alten, finde ich. Aber ich darf dir etwas verheißen, wir haben an unserem Institut eingerichtet eine Ringvorlesung für die allerjüngsten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also die auch noch keine universitäre Stelle haben, und das machen sie jetzt, und gefragt, welchen Titel sie wählen für diese Vorlesung, kam Empörung. Ich lade Sie herzlich dazu ein, Ringvorlesung am Germanistischen Institut, ich bin schon sehr neugierig. Bravo, würde ich sagen. Ich habe mal einen Satz aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, das kommt. Und das, mit dem schließe ich meine Beiträge. Die österreichischen Universitäten als solche sind in der Demokratischen Republik noch nicht angekommen. Einzelne Professoren, einzelne Richtungen, einzelne Spezialisten schon. Aber die Universitäten sind nie zur fünften Gewalt geworden, so wie die Medien zur vierten wurden. Ob das kommt, jetzt etwa durch diese Entwicklungen, wissen wir nicht. Der Audimarxismus war zu wenig. So, von Manfred Wellern und Constanze Friedl gibt es schon ein Schlusswort. Jetzt möchte ich euch um ein Schlusswort ersuchen. Was gefällt dir, Eva, an deiner Universität am besten? Was ärgert dich am meisten? Also, ich habe hier in den 60er Jahren studiert. Ich habe 1968 promoviert, zu einer Zeit, als die Universität Wien, also ich sage sehr plastisch, aber eine Gruft der Düsternis war. Ja? Also ich habe Geschichte und Germanistik studiert, ich hatte einen ganz guten Doktoratsbegleiter, einen sehr anständigen, auch renommierten österreichischen Historiker. Germanistik war eine Katastrophe, das kann man gar nicht anders bezeichnen. Und das ganze Umfeld an der Universität war erschreckend. Es hat kaum eine Diskussion gegeben, das Erbe der Vergangenheit hat also da sehr, sehr schwer gewogen. Ich habe immer einen Kontakt mit der Universität gehalten, bin aber bewusst durch meine Berufung in den Universitätsrat wieder zurückgekommen und habe das Gefühl gehabt, ich befinde mich in einer völlig anderen Universität. Ja, da ist ja kein Stein am anderen geblieben. Die Art, wie sich die Universität präsentiert, wie sie strukturiert ist, wie sie jetzt aufgebaut ist, was es hier an Möglichkeiten gibt, auch trotz aller Mängel, ja, doch an viel Fördermaßnahmen, die passieren, wie das Ganze international geworden ist, wie auch Qualität gefördert wird und so weiter. Also das hat mich schon sehr stark beeindruckt, muss ich sagen. Und deshalb bin ich auch sehr positiv gestimmt und irgendwie sehr optimistisch, weil ich gesehen habe, was alles möglich ist. Und das ermutigt mich zu glauben, dass auch noch in Zukunft einiges weiteres möglich sein wird, was die Universität noch besser präsentieren wird. Ich hoffe, dass es uns auch gelingt, in einer guten und geschickten Ausnutzung dieser ganzen Jubiläumsveranstaltungen des nächsten Jahres ein bisschen dafür zu sorgen, dass auch die Universität in Wien und in einer größeren Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen wird mit dem, was sie zu bieten hat. Eine schöne zukunftsbezogene Aussicht. Andrea, was gefällt dir am besten jetzt mit dem Blick auf
das Universitäre, wie du es kennst. Was stört dich am meisten? Also ich würde mich, wenn es erlaubt ist, nicht so sehr auf die Universität Wien beschränken wollen, weil wirklich, also das Universitäre, ich meine, ja, das auch das Wissenschaftliche, das ist, dass das Ende offen ist. Es gibt kein Schlusswort. Das gefällt mir am meisten. Die Welt in der Schwebe halten. Ja, dass es immer was Neues gibt. Das ist als Wissenschaftler und eben auch als Schriftsteller das verbinden. Das heißt, ich bin doch nicht ganz schizophren. Man kennt immer ein Geheimnis, was man halt ein bisschen früher weiß. Und das ist das Wunderbare. Und das ist nicht so, dass man, also man will das ja auch dann teilen. Man weiß, dass man das dann teilen wird. Mhm. Also ich glaube, mein Schlusswort über die Wissenschaft ist ein Roman, den ich in den nächsten Jahren einmal veröffentlichen werde. Und es ist immer so schwierig, den Inhalt aus dem Roman zu bekommen, hat schon Ingeborg Bachmann so ähnlich gesagt. Herzlichen Dank, Eva Nowotny, Andrea Grill, Konstanze Fliedl, Manfred Wehlan für das Gespräch. Ich wollte Sie noch über den Gespräch.